Ja, ihr habt von 50 möglichen Punkten 20. Wirklich gerade mal ganz schlappe 20 Punkte erreicht. Kinder, ihr müsst den Arsch hochkriegen hier. Keiner der Gänge erreicht mehr als 5 Punkte. Viel zu viel Klimbim an den Wänden und die fehlende Tischdeko führen zu mageren 3 Punkten im Ambiente. Macht insgesamt 20 von 50 möglichen Punkten. Also meine Empfindung, so wie ich euch jetzt kennengelernt habe und wie ich das ganze Haus jetzt hier kennengelernt habe, seid ihr nicht mehr als eine schlechte Kneipe. Wenn ihr euch von heute an nicht sofort ändert, sage ich euch das Datum, wann ihr abschließt zum letzten Mal und nicht mehr aufmacht. Dann seid ihr als Partner zum zweiten Mal pleite. Und unter der Voraussetzung, dass ihr das ja schon kennt, bin ich fassungslos, ja, wie unprofessionell ihr trotzdem weiterarbeitet. Einfach zu sagen, das Geschäft läuft nicht, weil wir haben Sommer. Neukölln ist eh, guck mal, das läuft eh nicht. Und Schuld haben alle, nur ihr nicht. Und damit müsst ihr sofort aufhören. Sofort. Schuld habt nur ihr und niemand anders. Es ist 5 vor 12. Für Ausreden ist jetzt keine Zeit mehr. Es geht schon los als Gastgeberin. Probierst du eigentlich das Essen? Nein. Nein. Aber jetzt bist du natürlich die Chefin, ne? Ja. Dein ureigenstes Interesse müsste es ja sein, dass du auch weißt, womit hier gearbeitet wird und wie gearbeitet wird, ne? Richtig. Chefin Marion hält sich noch zu sehr im Hintergrund. Sie weiß nicht einmal, was ihre Küche rausgibt. Aber die 37-Jährige muss endlich anfangen, die Ratsklause zu leiten. Jens, Lob erstmal an dich. Ihr habt gestern frisch gekocht. Und das ist vom Ansatz her der Hammer. Aber man muss auch wissen, wie man damit umzugehen hat. Zunächst war es so, dass du mir sehr planlos vorkamst. Ja? Sehr, sehr hektisch. Der Hauptgang, das Fleisch trocken und die Kartoffeln. Na gut, das macht ja ein Praktikant besser. Absolut also. Richtig. Hinterher sind mir die Fehler auch bewusst geworden, aber da war es dann schon zu spät. Zwar scheint Jens zu wissen, wie es richtig geht, doch mit der à la carte Zubereitung der Speisen war und ist der Koch überfordert. Du hattest mir so ein gutes Beispiel gegeben, wie sich das anhört, wenn Jens letztendlich anfängt, unsachlich zu werden. Fängt an zu schreien. Verschwind aus der Küche, ich klingel, wenn das Essen fertig ist. Mhm. Super. Und du musst jetzt auch nicht so reagieren. Ich reagiere doch gar nicht. Doch, habe ich doch jetzt gesehen. Super. Du regst dich jetzt schon wieder auf. Nee, wenn ich mich aufrege, dann sieht das anders aus. Ja, aber ich habe es doch jetzt gerade gesehen. Ich bin noch nicht von gestern. Ja, muss aber auch fairerweise dann noch dazu sagen, dass, wenn ich das gemacht habe, eigentlich auch immer bei dir entschuldigt habe. Ja. Wenn du dich entschuldigst, dann ist letztendlich die Sache ja gar nicht erledigt, weil das, worum es eigentlich geht, gar nicht besprochen wurde. Nämlich, dass die Essen nicht pünktlich rauskommen, dass die Lebensmittel nicht da sind, dass du dann in Stress kommst, dass du dann cholerisch wirst. Und das ist die Situation. Die eigentlichen Ursachen der Probleme in der Ratsklause sind das unpassende Konzept und die schlechte Organisation der Arbeit. Denn das Team kann in der finanziellen Lage den bisherigen Restaurantbetrieb nicht stemmen. Das zeigen Jens Insolvenz und die 12.000 Euro Schulden unter Marions Leitung. Ganz klar, ein neues Konzept muss her. Und wenn ihr euch letztendlich die alte Ratsklause das kleine Restaurant nennt, da weiß jeder, wovon man redet. Das ist konsequent gut bürgerlich. Es ist jetzt nicht wirklich ein richtiges Restaurant, ja, sondern es ist etwas, wo ich letztendlich diese klassische Gastronomie genießen kann, wo ich an der Theke auch einen Pilz trinken kann, einfach mal so mit einer Frikadelle in der Hand. Und wenn ich mich hinsetze, auch ein paar schöne Rouladen bekomme. Frank Rosins Idee, ein Neustart als alte Ratsklause, das kleine Restaurant, das voll auf deutsche Hausmannskost setzt. Das gilt es Schritt für Schritt zu erarbeiten. Außerdem muss Chefin Marion endlich die konsequente Führung des Lokals übernehmen. Der Gastraum braucht einen klaren Stil. Viele Baustellen. Zuerst geht's ans Dessert. Geschlagenes Eiweiß gibt den Pfannkuchen mehr Fluffigkeit. Und Zitronengras sorgt für eine besondere Note im Apfelfond, der sich gut mehrere Tage lagern lässt. Weißt du eigentlich, warum ich die Äpfel gerade so eingeritzt habe? Ja, damit, wenn wir sie im Karamell ankochen, dass sie das Aroma besser aufnehmen, dass das Aroma besser und schneller durchgeht und die Äpfel dabei nicht so weich kochen, dass sie noch ein bisschen Biss behalten und trotzdem das Aroma annehmen. Theorie immer eine Eins und Praxis immer so, ha,
Damit sich das ändert, ist Frank Rosin ja auch da. Bisher war die Ratsklause-Küche im à la carte-Geschäft überfordert, sodass sie in der Praxis nicht ordentlich arbeiten konnte. Im Gastraum jedenfalls nehmen Chefin Marion und Angelika den Klimbim von den Wänden ab. Also das ist zum Beispiel etwas, was so ein Aushängeschild für euch sein könnte. Diesen Fond, ne, den stelle ich mir einfach ins Kühlhaus und den kann ich immer wieder benutzen. Und dadurch, dass etwa der Apfelfond vorbereitet ist, gibt's weniger Stress im Tagesgeschäft und keinen Grund mehr für Jens Wutausbrüche. Ich hatte allerdings gedacht, dass vielleicht nicht nur ein Dessert, sondern vielleicht auch ein Hauptgang sinnvoll wäre, hier als Spezialität des Hauses. Ich hatte da so eine Idee, dass man vielleicht hier so eine Ratsklausenplatte oder sowas einführt, so mit verschiedenen kurzgebratenen Fleisch. Also nein, das ist doch nicht wirklich konsequent. Die Ratsklauseplatte mit verschiedenen Fleisch, die kriegst du beim Griechen, die kriegst du beim Türken, die kriegst du überall. Eine Spezialität des Hauses, keine schlechte Idee, aber à la minute, kurzgebratenes Fleisch, das steht nicht für Hausmannskost und erschwert doch wieder die Küchenarbeit. Also im Teilweise ist ja genau das in der Karte, was wir auch in Zukunft hier realisieren wollen. Deftige Gerichte, nur viel zu viel. Jo. Lass uns doch Folgendes machen, dass wir einfach die ganze Sache verkleinern. Von jedem Gericht nur 14, 15 Portionen. Und was weg ist, geht einfach weg. Dann macht man was Neues. Viel besser. Einfach das Angebot immer wechseln. Das ist auch eine gute Idee. Ihr setzt euch zusammen. Ich will von euch 20 Vorschläge haben. Mhm. Suppen, Salate, Hauptgänge und immer zwei Desserte. Okay? Alles klar. Ja! Gerne. Frank Rosin will von den Köchen Vorschläge für gutbürgerliche Gerichte, die gut vorzubereiten sind. Denn die sollen in Zukunft die Spezialität der Ratsklause sein. Nicht fehlen darf da das neue Dessert, für das jetzt Mandeln mit Puderzucker angebraten werden. Uwe, probier mal. Klasse. Das ist für Abend so, von Fernsehen, ja. Also meinst du so eine Knabberschale oder so? Ja. Angerichtet wird der Pfannkuchen, wie es der Sternekoch gefordert hat, mit einer Kugel Eis im Mandelmantel. Und ganz klar, probiert wird im Team. Hervorragend, lecker. Köstlich. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Nichts haben wir gemacht. Gleich, wenn der Fond da ist, vorbereitet ist, ist der Rest kein Problem mehr. Ist so. Und eben darauf läuft das neue Konzept hinaus. Vorbereitung ist eben einfach alles. Jetzt geht es dem Sternekoch um die Chefrolle in der alten Ratsklause. Zwar hat Marion das Lokal vor einigen Monaten von ihrem insolventen Lebensgefährten übernommen, doch verändert hat sich bisher nichts. Du hast die Verantwortung, was vorher lief, ist nun mal eben nicht richtig gewesen. Sonst wäre es ja nicht in den Sand gesetzt worden. Jetzt musst du aber auch deinen Drive hier reinbringen, dass das auch nicht mehr passiert. Denn es geht hier um deinen Kopf jetzt. Hm. Ja, da habe ich noch keine Vorstellung. Du steckst dich ein bisschen hinter der Theke. Ja, und, gut, ja. Ich glaube, es ist für den Laden, für die Mitarbeiter und für die Gäste einfach besser, wenn du als Person ein bisschen präsenter bist. Hm. Ein gutes Beispiel ist, dass die Testesser ihr Essen bekommen haben und nicht wussten, was sie bekamen. Zwischendurch hätte ich es gut gefunden, wenn man gewusst hätte, was es als nächstes zu essen gibt. Das sind so Sachen, wo ich sage, jetzt kommt deine neue Aufgabe, sich hier hinzustellen und zu sagen, liebe Gäste, darf ich Ihnen vorstellen, Kartoffelsuppe mit Tralala. Das würde bei mir wieder reinfallen, dass die Kellnerin das macht. Warum schiebst du die ganze Verantwortung auf die Kellnerin? Sag du das doch. Du bist doch die Chefin, Marion. Die Kellnerin ist in dem Augenblick, wo du da bist, dazu da, die Teller wegzutragen, die Gäste zu bedienen. Du bist dazu da, die Gäste zu unterhalten, zu empfangen, zu umsorgen. Also nimm es einfach auf, denk auch nochmal drüber nach. Mhm. Deine Stellung hier im Service und im Restaurant muss präsenter werden. Mhm. Das scheint Chefin Marion einzusehen. Doch Frank Rosin will noch einen Schritt weiter und fordert auch von ihr Ideen ein, um die Ratsklause wieder nach vorne zu bringen. Viel zu tun. Die Küche muss endlich sauber werden. Vorschläge für die neue Speisekarte müssen her und. Dritter Tag in der alten Ratsklause, Tag der Veränderung, normalerweise. Denn viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Mal gucken, wie weit sie sind. Nur noch ein Tag bis zum Finale. Es wird eng. Im Gastraum jedenfalls sorgt ein Malerteam für Veränderung. Bleibt zu hoffen, dass sich auch die schmutzige Küche verändert hat. Morgen, Jungs. Morgen. Also man riecht es auf jeden Fall, dass ihr fleißig war. Sehen? Naja.
Die Herdfront ist immer noch dreckig und der Herd selbst erst. Und hier, meine Freunde, wenn man hier einfach mal anfängt. Eigentlich geht Dreck doch ganz leicht ab, wie Frank Rosin beweist. Warum hast du denn die Augen so verdreht gerade? Ja, weil ich das wusste, das musstest du mir jetzt nicht noch mal vor Augen halten. Wir sind auch nur Menschen und haben zwei Hände und zwei Arme und zwei Beine. Ihr seid nun mal eben hier die Könige der Ausreden. Und du entschuldigst dich jetzt damit, dass du sagst, ihr habt da keine Zeit für, ich habe nur zwei Hände und müssen. Dass wir es machen müssen, wissen wir alleine. Doch, ihr habt doch zwei Jahre gepennt, sonst wird es doch nicht so aussehen. Also heute Abend auf jeden Fall entlang gehen, einweichen mit scharfen Mitteln, morgen raus, dran gehen und dann einsetzen, weil das ist einfach auch, ehrlich gesagt, eine Sauerei. Darauf kann man nicht kochen. Alter Schmutz ist eben hartnäckig, ebenso wie die Ausreden dafür. Frank Rosin gibt dem Küchenteam eine letzte Chance. Es hilft nichts, es muss weitergehen. Die neue Speisekarte steht an. Okay, dann lass uns mal gucken, welche Vorschläge ihr für die neue Karte gemacht habt, okay? Kommst du auch mit, Chefin? Ja. Die Köche waren über Nacht fleißig und haben viele Vorschläge für die Speisekarte erarbeitet. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlecht, aber ich würde nur einige Sachen ändern, um der ganzen Sache wirklich eine Marke zu geben. Kohlroulade, Rindsgulasch, Tafelspitz, das sind alles Dinge, die gehören hier rein. Deutsche Hausmannskost, die leicht vorzubereiten und mehrere Tage zu lagern ist. So sieht es das neue Konzept des kleinen Restaurants Alte Ratsklause vor. Denn das hat viele Vorteile. Es ist sparsamer und besserer zu kalkulieren. Du kannst es teilweise auch alleine in der Küche bewältigen, selbst wenn 20 Personen da sind. Und die Ware ist länger haltbar, denn, das wissen wir alle, Hausmannskost und Eintöpfe schmecken am nächsten Tag immer besser. Richtig. Ja? Die Frage wäre da, was die beste Zahl an Speisen wären auf der Karte, was das Maximum wäre. Auch da wollen wir uns ja auch nicht verzetteln. Ich finde, 10 Gerichte sind völlig ausreichend. Das neue Konzept findet auch die Zustimmung der Chefin. Eine kleine Karte mit wechselnden gutbürgerlichen Gerichten kann die Ratsklause-Crew besser bewältigen. Wie wollen wir die neue Speisekarte denn eigentlich gestalten?